Ein Rudel Wölfe umzingelt dich. Was machst du? Wir werden dir folgen. Wir alle werden dir folgen. Nach den Wikingern in Vikings und dem mittelalterlichen Korea in Kingdom bekommen wir mit Barbaren endlich eine deutsche Historienserie auf Netflix. Eine große Chance, die sagenumwobenen Germanen und ihren Kampf gegen die Römer einem breiten Publikum bekannt zu machen. Aber wie schlagen sich die Macher von Barbaren? Haben sie ihre Hausaufgaben gemacht oder im Geschichtsunterricht geschlafen? Schauen wir uns mal die historischen Fakten an. Und auch wenn das bei historischen Serien eigentlich etwas albern ist, Vorsicht, Spoiler! Die Serie spielt im Jahre 9 nach Christus. Die Römer haben einige Gebiete östlich des Rheins erobert. Unter dem neuen Statthalter Varus will Rom seinen Machtanspruch durchsetzen und fordert hohe Tribute von den dort lebenden germanischen Stämmen. Die keruskische Fürstentochter Thusnelda und der Krieger Volkwin wollen sich dagegen wehren, aber die germanischen Stämme sind zu zerstritten und schwach. Doch als der römische Offizier Arminius in das Stammesgebiet der Cherusker kommt, soll sich das ändern. Schaue, Vater. Soweit die Ausgangslage und die ist historisch stimmig. Varus, Thusnelda und Arminius hat es gegeben, ebenso die adligen Segimer und Segestes. Nur Volkwin ist wahrscheinlich eine Erfindung. Aber woher wissen wir das alles? Immerhin spielt die Serie vor über 2000 Jahren. Die Antwort aus historischen Schriften der Römer. Über ihr Leben ist noch vergleichsweise viel bekannt. Bei den germanischen Stämmen verliert sich unser Wissen jedoch im Dunkeln der Geschichte. Caesar sanctae urbis Romae Augustus, novum legatum ad Germania mihi. Senatorem publium quintilium varum. Das beginnt schon bei der Sprache. Die Römer sprechen in der Serie Latein, soweit so historisch korrekt. Arminius-Darsteller Lorenz Rupp bekam dafür extra Sprachunterricht von einem italienischen Professor. Faciam nomen tuum Romae quam maxime honoratum pater. Germanen? Seit wann sind wir Germanen? Dass die Cherusker Chatten und Co. Hochdeutsch sprechen, ist natürlich Unsinn. Wobei, wie sich die Stämme damals unterhalten haben, wissen wir nicht. Die älteste germanische Sprache, von der es umfassende schriftliche Belege gibt, ist das Gotische. Die Goten lebten aber unter anderem im heutigen Polen und hatten mit den Cheruskern wenig gemein. Doch Barbaren zeigt ja nicht nur Dialoge, sondern auch das Leben in den germanischen Dörfern. Dafür betrieben die Szenenbildner um Thomas Stammer einen großen Aufwand. So haben sie nicht nur in der Zentralbibliothek in Berlin recherchiert, sondern auch 3 römische und 4 germanische Museen besucht. Der Aufwand war auch nötig, denn anders als die Römer lebten die Germanen nicht in Stein, sondern in Holzhäusern. Und Holz vermodert nun mal und hinterlässt wenig Spuren. Trotzdem sind sich die Archäologen sicher, die Germanen wohnten in Langhäusern. Die Häuser in der Serie wurden eng an diese historischen Fakten gestaltet. Nur die Verzierungen entspringen der Fantasie der Szenenbildner, ganz einfach, weil sie nicht erhalten sind. Die Häuser der Germanen sind also ziemlich korrekt dargestellt. Ebenso wichtig für eine Serie sind neben dem Szenenbild die Kostüme. Hier wurden die Serienschöpfer von der in Historikerkreisen bekannten Firma Captorga beraten. Das Problem? Die Germanen verbrannten um die Zeitenwende herum ihre Toten. Das stellte die Kostümbildner um Esterwalds dementsprechend vor eine Herausforderung. Die Lösung? Moorleichen. Die sind nämlich auch nach Hunderten von Jahren gut erhalten, inklusive Kleidung und Haaren. Daher wissen wir ein wenig über germanische Trachten und Frisuren, wie etwa den sogenannten Suebenknoten. Ihr seid wirklich ein hübsches Paar. Du und der Römer. Allerdings haben sich die Kostümbildner auch einige Freiheiten genommen. Die Kleider der germanischen Frauen hatten nämlich für unsere Augen eher die Form eines Kartoffelsackes. Thusneldas Kleider sind dagegen figurbetont geschnitten. Eine ästhetische Entscheidung. Insgesamt ist der Look der Serie aber ziemlich stimmig. Doch wie sieht es mit der Handlung aus? Zuerst einmal die Fakten. Im Jahr 6 nach Christus wird Quinctilius Varus zum Oberbefehlshaber der römischen Truppen am Rhein. Varus soll zum einen die römische Provinz Gallien vor den Barbaren östlich des Rheins schützen, zum anderen soll er langfristig auch die germanischen Siedlungsgebiete unter römische Herrschaft bringen. In Germaniam optatus habes. Gratum est,
Während die Römer und die germanischen Stämme bislang zum Teil friedlich nebeneinander gelebt haben und etwa Handel miteinander trieben, wird die Stimmung feindseliger. Er bedankt sich für die gute Zusammenarbeit, aber er ist halt nicht zufrieden. Varus lässt römisches Recht sprechen, treibt Steuern ein und bringt so die germanischen Stämme gegen sich auf. Diese Ausgangslage wird in Barbaren auch genauso gezeigt. Ich vergesse, sag ihm, dass ihr aufhören sollt. Wir haben nicht mehr zu geben! Mit Varus kehrt in der Serie sein Ziehsohn Arminius ins germanische Gebiet zurück. Ob Arminius wirklich als Kind nach Rom gebracht und dort aufwuchs, wissen wir nicht genau. Das Wissen über ihn fußt ausschließlich auf römischen Schriftquellen und archäologischen Funden. So wäre es auch möglich, dass Arminius die lateinische Sprache lernte, während er germanische Verbände im römischen Heer anführte. Dass er wahrscheinlich in der Provinz Pannonien westlich von Budapest kämpfte, wird auch in der Serie thematisiert. Dabei nimmt sich Barbaren aber auch einige Freiheiten. So war Arminius kein Ziehsohn von Varus, außerdem besaß er bereits das römische Bürgerrecht und sogar die Ritterwürde. Caius Iulius Arminius. Equus Romanus. Warum Arminius letztlich seine römischen Verbündeten verraten sollte, ist unbekannt. In der Serie tut er dies aus verletztem Stolz. Barbara stirpe natus es. Die germanischen Stämme muss Arminius erst mühsam überzeugen und mit Aussicht auf Beute und Freiheit locken. Ic poteris Romam quam optime navare. Gut möglich, dass diese Motive die germanischen Stämme angetrieben haben. Was ganz bestimmt keine Rolle gespielt hat, war eine Art Nationalbewusstsein. Cherusker, Marser, Brukterer, sie alle sahen sich nicht als Teil eines Germaniens oder gar als Germanen. Da ist es nur passend, dass die Serie auf diese Begriffe verzichtet. Der Verrat gipfelt schließlich in der berüchtigten Varusschlacht, dem Finale der Serie Barbaren. Bis heute sind sich die Historiker uneins, wo diese Schlacht genau stattgefunden hat. So vermuten Forscher sie etwa in Kalkriese bei Osnabrück oder im Münsterland. Das liegt auch an der Quellenlage, denn die zeitgenössischen römischen Nachrichten behandelten die Niederlage nur kurz. Ausführliche Berichte zur Varusschlacht stammen vom römischen Historiker Tacitus gut 100 Jahre später. Tacitus selbst war nie in Germanien und an einer objektiven Schilderung der Ereignisse gar nicht interessiert. Und die germanischen Stämme? Die haben ihre Geschichte zu dieser Zeit nicht schriftlich festgehalten, sondern nur mündlich weitergegeben. Germanische Erzählungen über die Varusschlacht sind im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen. Trotzdem gibt es einige belastbare Fakten. Und gerade hier lässt Barbaren die historische Genauigkeit hinter sich und driftet in den Bereich Fantasy ab. Dabei beginnt es so vielversprechend. In der vorletzten Folge lügt Arminius, dass es einen Aufstand gegeben habe und dass er deswegen die 3 römischen Legionen brauche, insgesamt zwischen 15.000 und 20.000 Mann. Genau so eine Nachricht brachte Varus dazu, die römischen Truppen durch unbekanntes Gebiet zu führen. Ich verlange den Statthalter zu sprechen! Abi! Abi! Sogar die Warnung von Segestes ist keine Erfindung der Serienschöpfer. Die beginnen erst mit der finalen Schlacht. In der Serie greifen die germanischen Stämme die 3 Legionen alle auf einmal an einer Art Waldschneise an. Nach kurzer Zeit ist das Gemetzel vorbei. Das ist schlicht erfunden. Tatsächlich überfielen die Stämme die marschierenden römischen Truppen immer und immer wieder und zogen sich dann in die Wälder zurück. Abnutzungskämpfe statt offener Feldschlacht. 3 Tage lang zermürbten die Stämme so die römischen Legionen, die sich auf 10 bis 20 Kilometern Länge durch die germanischen Wälder quälten. Hier mussten die germanischen Stämme eine Art Meldesystem etwa mit berittenen Booten eingerichtet haben, anders wären die Angriffe nicht zu koordinieren gewesen. Die Barbaren waren also planvoll und diszipliniert und nicht chaotisch, wie uns die Serie erzählen will. Nach dem Ende der Schlacht endet auch die erste Staffel von Barbaren. Damit impliziert die Serie einen Schlusspunkt, der die Varusschlacht gar nicht war. Denn auch danach gab es noch römische Feldzüge gegen die germanischen Stämme und die 3 verlorenen Legionen konnte das römische Reich recht schnell ersetzen. Doch anders als im Fall Galliens sollten die Römer die germanischen Stämme nie vollständig besiegen. Auch spätere römische Kaiser verzichteten auf eine Eroberung Germaniens. Erst dadurch bekam die Varusschlacht im Nachhinein ihre historische Bedeutung. Eine Art Geburtsstunde der Deutschen war die Varusschlacht aber definitiv nicht.
Der Mythos um Hermann den Cherusker wurde erst viel, viel später geboren. Barbaren will keine Geschichtsstunde sein, sondern nur unterhalten. Trotzdem, auch fiktive Werke formen bewusst oder unbewusst unser geschichtliches Bewusstsein. Es wird spannend zu sehen sein, wie die Serie die Geschichte um Arminius in einer zweiten Staffel weiterspinnt, falls es eine zweite Staffel gibt natürlich. Würdet ihr euch die angucken? Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann haben wir gleich in der Endcut noch ein weiteres historisches Thema für euch. Und in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu einem Interview mit dem Cast von Barbaren. Das war's für dieses Video. Ansonsten würde ich mich noch über ein Like und ein Abo freuen. Der Wolf wird kommen. Und die Welt wird brennen. Nichts besteht für immer. Auch wenn das bei historischen Serien eigentlich etwas albern ist, Vorsicht, Spoiler, ja. Germanische Erzählungen über die Varusschlacht sind in Simserim. Ja, juhu. Yay.